Den Kreis habe ich irgendwie hinbekommen. The Temptation ist mega groß, hier so ein Smiley-Face reinzumachen. Aber ich mache es jetzt mal nicht. Hey, hier ist Nemo und ich bin heute bei Diffus, um das Cover von The Code zu malen. Okay, how do I approach this? Ich fange mit dem an, was ich denke, ist am einfachsten. Und I'll take it from there. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen einen kleinen Pinsel. Ich glaube, ich gehe einfach so ein bisschen drauf los. So eher so ein Ei geworden, aber okay, maybe we can fix it a little bit. Ich habe so ein kleines Notizbüchlein, wo ich immer so ein bisschen Sketches reinmache. Aber es ist mehr so, vielleicht so Maltherapie, anstatt dass es wirklich irgendwie was Schönes wäre. Ich glaube, ich bin nicht so mega ein visueller Mensch. Ich habe Schwierigkeiten, mir so Sachen vorzustellen. Den Kreis habe ich irgendwie hinbekommen. The Temptation ist mega groß, hier so ein Smiley-Face reinzumachen. Aber ich mach's jetzt mal nicht. Ich habe 15 Minuten, oder? Oh, ich habe 3 Minuten für den Kreis gebraucht. Das ist nicht ein sehr gutes... Okay, nein, das geht nicht. Okay, hier. Ich kann gut so Sachen zeichnen, die ein bisschen so abstrakt sind. Aber sobald es so sehr genau werden sollte oder so, dann... Ich glaube, dann ist einfach... Da habe ich nicht das richtige Gehirn. Aber okay, das ist schon mal gut. Ich habe hier ein bisschen Blau, jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen Rot reinmischen oder so. Das ist, oder vielleicht ein bisschen Pink. Ich müsste schauen, dass ich nicht... Ein bisschen? Okay. Das finde ich krass, wenn Leute so ganz bewusst so Farben mischen können. Also das Cover ist zu einer Zeit entstanden, wo wir noch nicht genau gewusst haben, ob alles klappt mit dem Staging. Aber wir wussten, dass die Idee ist, eigentlich auf dem Kreisel zu sein, schlussendlich. Wir dachten, es wäre mega cool, das irgendwie auch im Cover zu integrieren, ohne... Weil wir nicht wussten, ob es wirklich klappt, wollten wir nicht einfach einen Kreis machen. Dann wäre es so, okay, it's actually not gonna work. Also haben wir uns entschieden, es ein bisschen mehr subtle zu machen. Aber ich glaube, es ist schön, weil auch die Pose so sehr für Balance spricht und das irgendwie alles drin ist. Und ich finde, jetzt connected es auch mega gut mit dem Staging. So. Das ist nicht die genaue Farbe, aber auch schön. Hey, ich bin mega happy mit dem, das ist mega gut. Das hat meine Vorstellungskraft überstiegen, da mache ich so ein bisschen so. Also meine Schwester, die eigentlich alle Fotos für mich macht und die auch die Creative Direction gemacht hat von dem ganzen Projekt. Wir hatten ein Shooting in Zürich und wir haben am gleichen Tag die Pressebilder wie das Cover gemacht. Das Cover war eigentlich, ja, das war schon länger geplant mit dieser Idee. Und der Kreis, den man sieht, der ist nicht digital, sondern den haben wir wirklich so an die Wand gemacht. Mit so, ich glaube, es war so Schnur, genau, die so befestigt wurde. Wir haben so verschiedene Sachen ausprobiert. Es war so ein bisschen, wir haben eigentlich so viel Zeit für die Pressebilder gebraucht. Und dann waren wir so, oh shit, in 2 Stunden müssen wir noch das Cover machen. Und dann ist alles plötzlich mega schnell gegangen. Ja, es war ein mega schöner Tag und das ganze Team war mega cute und alle Outfits waren super fun. Ich glaube, ich funktioniere mega einfach so durch Trial and Error irgendwie so. Ich probiere mega viele Sachen aus und irgendwie das, was mir dann gefällt, bleibt irgendwie hängen. Also ich glaube, in der Hinsicht bin ich schon ein visueller Mensch, so, dass ich einfach sagen kann, was mir sehr gut gefällt. Und um das irgendwie rauszufinden, muss man halt vieles probieren irgendwie. Etwas, was ich immer mache, wenn ich Lieder schreibe, ist eigentlich mir während dem Schreiben oder im Schreibprozess irgendwie Bilder zusammenzusuchen, die mich irgendwie neu triggern. Und dann mache ich irgendwie ein Board oder so ein Moodboard für den Song. Also gar nicht für ein Musikvideo oder so, sondern nur um den Schreibprozess irgendwie für mich bildlicher zu machen. Und dann habe ich oftmals sehr viel Bilder im Kopf. So das Zusammenspiel von so visuell mit Audio, eigentlich das Spannendste am Musik machen, also auch Musikvideos und Covershoots und so. Ich glaube, da mache ich mir einfach mega gerne Gedanken, weil ich finde, es ist so schön, wenn sich beides wie ergänzt. Es ist so viel
Potenzial, irgendwie beide Gefühle zu verstärken, wenn irgendwie beides passt. So. Ich funktioniere besser unter Druck als nicht unter Druck, lustigerweise. Ist ja bei manchen Menschen umgekehrt. Ich mag so ein bisschen Druck. Okay, also Rock. Rock ist dann. Es hat sich sehr vieles verändert, aber gleichzeitig auch irgendwie ist alles noch gleich. Also ich mache eigentlich ähnliche Dinge, die ich vorhin gemacht habe, außer jetzt halt viel, es gibt viel Promo-Termine und so. Also ich bin halt mehr unterwegs auch für das, aber gleichzeitig will ich eigentlich so viel Zeit wie möglich im Studio sein und das ist eigentlich immer bei mir, was ich am liebsten mache. Okay, so ein bisschen so. Leute sagen ja immer so, zeichnen und malen kann man lernen. Ich frage mich, ob das stimmt. Ich mache jetzt einfach den Kopf so, ich habe jetzt halt einfach keinen Hals. But I guess that's fine. Okay, the detail. Oh Gott, I don't think you want to see this. Aber es ist auch irgendwie cute. Ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt nochmal machen würde, hätte ich wahrscheinlich umgekehrt angefangen mit dem schwierigen Teil. Ich wollte eigentlich einen Hals machen, aber irgendwie ist dann einfach nur ein Kopf draus geworden. Ich bin immer noch Nemo und ich war bei Diffus. Das ist das Resultat. Peace.